Ein Beitrag der deutschen Mitte. Oliver, wir als die Partei Deutsche Mitte setzen uns für eine Veränderung der Gesellschaft ein. Wo würdest du denn ansetzen? Auf meinen Reisen in Russland und Weißrussland habe ich gespürt, dass dort eine riesige Wunde in deren Seelen ist, geschlagen durch den Zweiten Weltkrieg, durch die unglaublichen Schandtaten der damaligen deutschen Soldaten. Und nicht nur in deren Seelen gibt es eine Verwundung, eine Verletzung, sondern auch in der deutschen Seele. Und ich bin mittlerweile der Meinung, wir müssen erst bei der deutschen Seele anfangen, diese zu heilen, also in die Absicht zu kommen und auch in dem Vorgang die Wunden zu erkennen und dann zu adressieren, was wir machen können, um wieder ein gesundes Gefühl zu unserem Land, zu Deutschland zu haben, und damit wir gemeinsam mit den Russen und den Weißrussen, mit dem Slawen auf Augenhöhe in Freundschaft auftreten können und unsere restlichen Wunden dann heilen können. Weil für mich ist klar, dass wenn diese Heilung beginnt, die des deutschen Volkes und die des slawischen Volkes, sage ich mal, ist das der tragbare Boden für einen dauerhaften Frieden in Europa. Und ich möchte schon so selbstbewusst sein und sagen, wenn wir Frieden in Europa haben, über die Eurasische Platte, werden wir Frieden in der Welt haben. Also ein Weltfrieden wäre möglich. Ja. Wäre es denn notwendig, um das Kollektiv heilen zu können, zunächst bei dem Individuum anzufangen? Es geht gar nicht anders, meiner Meinung nach. Weil diese deutsche Seele besteht ja aus der Bevölkerung in Deutschland. Ne? Also muss bei jedem Einzelnen geschaut werden, oder er selber muss schauen, was ist denn da, was mich daran hindert, auch stolz auf mein Land zu sein. Also wenn jemand sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein, dass er das dann auch ist. Also wir Deutsche machen uns kleiner, als wir eigentlich sind. Wenn man mal aus dem Fenster schaut und sieht so die Leute, die hier in Deutschland leben, es muss ja einen Grund haben, warum Menschen aus Afrika oder aus Asien, die sich freiwillig entscheiden, nach Deutschland zu kommen, zu studieren oder sich eine neue Heimat aufzubauen, das muss doch einen Grund haben. Warum denn Deutschland? Warum denn nicht ein anderes Land? Ja? Dafür gibt es ja gute Gründe. Und wir sollten uns dieser guten Gründe bewusst werden. Und wir können stolz auf das sein, was wir hier geschafft haben, wir alle. Und für mich führt halt die Gesundung unserer Volksseele darüber, dass wir alle selber in uns hineinhorchen, was ist denn da los? Was quält mich, wenn da jemand ist, der sagt, du bist ein Nazi und das mich beschäftigt? Es bedarf also erstmal eines Bewusstseins, dass es vielleicht Probleme gibt, und eine Bereitschaft, in die Selbstreflexion zu gehen. Genau.